Laut dem neuesten TikTok-Trend denken weitaus mehr Männer in regelmäßigen Abständen an das Römische Reich, als ihre Frauen bislang erahnen konnten. Was sagt das über den modernen Mann aus? Die Antworten könnten verstörend sein. Es begann, wie sollte es anders sein, mit Gaius Flavius. Der römische Schauspieler, der eigentlich Arthur Hulu heißt und für komödiantische Internetvideos bekannt ist, postete im August dieses Jahres auf Instagram folgendes kleines Video mit den Worten: Meine Damen, vielen von euch ist nicht bewusst, wie oft Männer an das Römische Reich denken. Frag deinen Mann, Freund, Vater, Bruder, du wirst von ihren Antworten überrascht sein. Und es haben einige Frauen tatsächlich umgesetzt. Und sie waren von den Antworten ihrer Männer nicht nur überrascht, sondern erschüttert. Ich habe auch einige Männer in meinem Umfeld gefragt, wie oft sie an das Römische Reich denken, und ihre Antworten waren ähnlich. Wobei ich selbst davon nicht überrascht war, um ehrlich zu sein, was daran liegen könnte, dass wir uns vorrangig nicht über die Kardashians unterhalten, sondern über Dinge, die ein bisschen mehr, naja, Tiefgang besitzen. Ich hatte an dieser Stelle tatsächlich überlegt, etwas zu diversen Beziehungsdynamiken zu machen, allerdings würde das einmal mehr zu weit führen und deshalb interessiert uns heute im Speziellen, woher eigentlich diese männliche Faszination für diese konkrete historische Epoche stammt. Wir unterbrechen kurz, um den heutigen Sponsoren für dieses Video vorzustellen, und es ist das Freilichtmagazin. 100 Seiten, 6 Ausgaben pro Jahr und einen Journalismus bietend, der seinen Namen auch wirklich verdient. Die Themen reichen von Wissenschaft über Politik bis zu Wirtschaft und Technik, also ein eher maskulines Magazin und damit passend zu unserem heutigen Thema. Jedes Heft besitzt einen Schwerpunkt, zu dem Essays, Kommentare, Reportagen, Buchempfehlungen und Interviews zusammengestellt werden. Diese Themen sind dabei vor allem eins: hochaktuell und relevant. Ich persönlich mochte die Ausgabe zur digitalen Revolution, in welcher digitale Kriegsführung, künstliche Intelligenz und Transhumanismus behandelt wurden. Es gab dort auch ein Porträt und Interview mit Fenn de Villiers, einem Bildhauer, welcher sich bewusst und kompromisslos gegen die Moderne und den engen Korridor des Kunstbetriebs stellt. Ich kannte ihn vorher nicht und bin wirklich froh, dass mir durch das Freilichtmagazin ein Künstler nähergebracht wurde, der mal mehr als nur ein Strich an eine Staffelei klatscht. Außerdem begegnen einem beim Durchblättern immer mal wieder bekannte Namen wie Marvin Neumann und Lorenz Bien, was auch für nette Überraschungen sorgt. Wobei mir die Kolumne von Martin Lichtmes bislang am besten gefallen hat. Also dann, kauft die qualitativ hochwertigen Einzelausgaben oder ein ganzes Abonnement auf freilich-magazin.com. Gehen wir doch mal die verschiedenen Möglichkeiten durch. Zuerst einmal habe ich mich gefragt, könnte es mit den unterschiedlichen Interessen von Männern und Frauen zusammenhängen? Und die Antwort ist: durchaus. Wir sehen hier eine Befragung von Männern und Frauen bezüglich ihres Wissens in verschiedenen Bereichen. Und wir können klar erkennen, dass nach dem Themengebiet Sport Geschichte direkt an zweiter Stelle kommt, was die größten geschlechtlichen Wissensunterschiede anbelangt. In der Wahl von Studienfächern zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei es dort zugegebenermaßen nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Bereichen, beispielsweise Maschinenbau. Nichtsdestoweniger scheint das Gebiet Geschichte für Männer allgemein interessanter zu sein als für Frauen. Nach Thomas Carlyle ist die Weltgeschichte ja das Ergebnis des Tatendrangs herausragender Personen. Und diese Personen waren nun mal sehr oft Männer. Es ist demnach keine große Überraschung, dass es insbesondere Männer sind, die sich für die Errungenschaften ihresgleichen interessieren. Die meisten von uns besitzen wohl diese typische Affinität zu Vorbildern des eigenen Geschlechts. Das beantwortet allerdings noch nicht die Frage, weshalb der Fokus auf dem Römischen Reich und nicht etwa dem alten Ägypten liegt. Ich denke, wenn wir wirklich begreifen wollen, weshalb das so ist, müssen wir uns diese historische Epoche einmal ganz genau ansehen und seine metaphysische Bedeutung offenlegen. Beginnen wir mit den harten Fakten. Wenn wir vom alten Rom sprechen, meinen wir die Großmacht, welche vom 8. Jahrhundert vor Christus bis zum 7. Jahrhundert nach Christus nach mehreren Eroberungsfeldzügen zeitweise den gesamten Mittelmeerraum beherrschte. Von einer kleinen Stadt ausgehend regierten über 1000 Jahre lang Könige, Konsule und Kaiser über bis zu 60 Millionen Menschen auf 3 Kontinenten. Dabei erreichten Wirtschaft, Kunst und Kultur und die allgemeine Lebensqualität teilweise ein solch hohes Niveau, dass es nach dem Untergang des Römischen Reichs Jahrhunderte dauern sollte, bis dieses wieder erreicht werden konnte.
Wenn wir vom Roman Imperium sprechen, sprechen wir auch vom Fundament unserer heutigen Zivilisation, deren Vermächtnisse noch bis in die Moderne hinein existent sind. Deutsche Städte wie Koblenz, Köln, Regensburg und Mainz waren einst von Römern angelegte Siedlungen. Aus dem damals im gesamten Reich gesprochenen Latein entwickelten sich die romanischen Sprachen, wobei auch im germanischen und slawischen Sprachgebrauch viele lateinische Lehnwörter Anwendung finden. Die Titel Kaiser und Zar leiten sich beispielsweise beide von dem römischen Titel Cäsar ab. Letzteres ist wohl weniger verwunderlich, weil sich das Heilige Römische Reich Deutsche Nation als Nachfolger des Weströmischen Reiches begriff, während der russische Zar das oströmische Byzantinische Reich für sich beanspruchte. Auch in der Medizin und Biologie sind lateinische Fachausdrücke nach wie vor Standard. Des Weiteren können wir noch heute Straßen und Brücken begehen, welche die alten Römer einst als erste Zivilisation erbaut hatten. Ebenso verhält es sich mit Aquädukten, den ersten Fernwasserleitungen der Menschheit, die nach wie vor den Trevi-Bohnen in Rom versorgen. Das gesamte europäische Rechts- und Staatswesen ist maßgeblich vom römischen Recht geprägt. Letzteres ist noch heute Grundlage des Jurastudiums. Wie konnten es die Römer so weit bringen? Worin lag ihr Erfolg begründet? Vorrangig in ihrem Militär. Das römische Imperium war in erster Linie ein Reich der Krieger und Aristokraten. In Rom gelangtest du nicht in erster Linie zur Macht, weil du reich warst, sondern weil du als Feldherr militärische Erfolge vorweisen konntest. Es gab klare Belohnungen für Sieg und Heldentum. Beispielsweise die Verleihung der Corona Civica, ein Kranz aus Eichenblättern, der demjenigen verliehen wurde, der seinem Kameraden das Leben gerettet hat. Der Gerettete selbst zeichnete den Träger aus. Mit dieser Bürgerkrone waren dann besondere Privilegien verbunden. Betrat der Träger einen Raum, mussten sich alle erheben und bei den öffentlichen Spielen durfte er neben den Senatoren sitzen. Auch die geflügelten Worte der Römer geben Aufschluss über ihr kriegerisches Naturell. Es ist lieblich und richtig, für das eigene Land zu sterben, oder der Tod ist besser als ein bitteres Leben. Diese Haltung brachte eine der imposantesten Schlachten der Militärgeschichte hervor. Selbst wenn sie verloren, bewiesen die Römer noch einen unerschütterlichen Kampfgeist. Wie beispielsweise nach der Schlacht von Cannae gegen Hannibal, welcher die zahlenmäßig überlegenen Römer vernichtend geschlagen hatte. 70.000 tote Römer. Und dennoch weigerte sich der Senat zu verhandeln und rekrutierte einfach zwei neue Armeen, eine zur Verteidigung und eine weitere zum Angriff. Es versteht sich von selbst, dass ein solches Volk nichts anderes konnte, als große, beeindruckende Männer hervorzubringen. Egal mit welcher Biografie man sich befasst, ob mit Scipio, Marius, Augustus, Aurelian oder Julius Caesar, auf dessen Grab die Menschen heute noch Blumen ablegen, jeder dieser Männer drückte der Geschichte Roms sein Siegel auf. Es sind die Erzählungen von Helden, von jenen, die nach ihren Erfolgen nicht bereit waren, in Reihe und Glied zurückzutreten, die zu Ansehen und Macht gelangten und denen manchmal genau das zum Verhängnis wurde. Ich denke, hier offenbart sich bereits, weshalb so viele Männer von dieser Epoche beeindruckt sind. In Rom verkörpert sich der Gedanke der herrschenden Männlichkeit, hatte es Julius Evola einst so treffend formuliert. Rom war eine wahrgewordene maskuline Machtfantasie, ein übergeschichtliches Symbol für den Männerbund. Und es war nahezu frei von femininen Einflüssen, frei von entfesselter Weiblichkeit. Tatsächlich waren die freien römischen Frauen innerhalb der Antike diejenigen, welche das unabhängigste Leben führen konnten. Dennoch gab es Einschränkungen. So durften sie beispielsweise kein Eigentum besitzen oder sich an der Politik beteiligen, und Wein trinken war ihnen unter Androhung der Todesstrafe verboten. Statt eines weiblichen Einflusses regierte der Männerbund, sowohl im Militär als auch im Senat. Laut Evola prägt den Männerbund die Liebe zur Hierarchie, Beziehungen des Führens und Folgens, Mut, Gefühle der Ehre und Treue, klare und offene Beziehungen von Mann zu Mann, von Kamerad zu Kamerad, von Führendem und Gefolgsmann. Es ist also nicht zu übersehen. Rom war von Männern für Männer. Ein Patriarchat, das seinen Namen im Gegensatz zur heutigen inflationären Verwendung des Begriffs auch wirklich verdient. All dem lag das Ursymbol des Kriegers zugrunde, eines der erstrebenswertesten Männlichkeitsideale schlechthin. Im Krieger vereinen sich der Sinn für Ordnung, Hierarchie und Disziplin, für Überlegenheit und die Beherrschung seiner selbst. Im Zeichen der Ehre und der Pflicht ordnet der Krieger seine Leidenschaft und seinen Individualismus höheren Prinzipien und Zielen unter. Evola nannte dies den Legionärsgeist. Die Haltung von einem, der es versteht, den härtesten Lebensstil zu wählen, zu kämpfen, auch wenn er weiß, dass die Schlacht absolut verloren ist, und eine Loyalität zu entwickeln, die stärker ist als das Feuer.
Dies deckt sich ebenfalls mit dem Symbol des Helden. Laut Marie-Louise von Franz besitzt der Held die Sicherheit, dass eine Sache durchgetragen werden muss, auch wenn er oder jeder andere stirbt. Daran ist das Gefühl einer Berufung geknüpft, eines Gehorsams gegenüber einer letzten inneren Autorität. Der Held fürchtet sich und geht doch voran. Ich bin überzeugt davon, dass der Krieger- und Heldenarchetyp in jedem Mann vorhanden ist. Dass jeder Mann, der mehr zum Maskulinen als zum Femininen neigt, eine Sehnsucht nach Krieg und Gewalt in sich trägt. Das ist ein natürlicher Nebeneffekt eines höheren Testosteronspiegels. Und nur weil wir auf westeuropäischen und US-amerikanischen Boden seit Jahrzehnten keine Kriege mehr erleben, heißt das nicht, dass der Archetyp des Kriegers verschwunden ist. Die regelmäßige, gedankliche Auseinandersetzung mit Rom als einer zivilisatorischen Kriegerkultur offenbart sein Fortbestehen in der männlichen Seele. Rom ist ein ewiger Ruf durch die Jahrhunderte hinweg. Und er wird umso lauter, je femininer unsere Welt wird. Und das passiert im Moment nicht zu knapp. Es ist ja nicht nur der Rückgang von Kampf, von Duellen und roher Gewalt. Mühsame Arbeiten werden ausgelagert oder automatisiert, simple Konflikte nicht mehr ausgehalten. Innerhalb der Kindererziehung wird ein bloßes Machtgefälle als negativ angesehen. Es werden Wörter gestrichen, weil sie böse sind und die Gefühle von Menschen verletzen. Vor Videobeiträgen schaltet man Triggerwarnungen, weil sie von Lebensmitteln handeln. Vielfalt und Inklusion hat Vorrang gegenüber Leistung. Und reine Männerräume werden immer seltener. Oder kennt ihr ein Fitnessstudio, das von Frauen nicht betreten werden darf? Also ich nicht. Ungesunde Ernährung und die Belastung der Umwelt mit östrogenen Substanzen führen zusätzlich zu einer Senkung des Testosteronspiegels. Ich meine, mittlerweile lassen sich einige Männer die Gesichter operieren, damit sie männlicher aussehen, weil ihre eigenen Körper es nicht mehr hinbekommen. Die Folge dieser Entwicklung sind nicht selten fette, faule Männer, die lieber PC-Spiele spielen oder ihre Zeit mit anderen Ersatzhandlungen füllen, statt nach der eigenen Vollendung zu streben. Unterstützt wird diese Abwärtsspirale noch durch den allgemein vorhandenen Überfluss. Das Zeitalter der Massen ist gleichbedeutend mit dem Zeitalter der Maßlosigkeit. Verglichen mit den früheren Menschen leben wir in einem nie dagewesenen Wohlstand. Heutzutage muss niemand mehr um seine Ressourcen kämpfen. Hungersnöte sind keine reale Gefahr mehr. Und ein 13-jähriger Junge braucht nur seinen Computer hochzufahren und kann mehr nackte Frauen sehen als alle seine Vorfahren zusammen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Es ist die Herausforderung, welche die Männlichkeit formt. Aber welche Herausforderung ist gegeben, wenn alles da ist? Wie soll man in einer Welt, in der alles nur ein Klick entfernt zu sein scheint, nach größerem streben? Hinzu kommt der allgemein vorhandene Individualismus. In einer individualistischen Gesellschaft ist man nicht länger eingebunden in ein großes Ganzes. Es gibt kein hohes gemeinsames Ziel. Dem Individuum ist die Gesellschaft im Großen und Ganzen egal und die Gesellschaft schert sich nicht sonderlich um das Individuum. Die Verantwortung füreinander ist auf das Nötigste beschränkt. Solidarität und Gemeinschaft sind Worthülsen, die allerhöchstens in Krisen Anwendung finden, ohne eine wirkliche Bedeutung zu besitzen. Es werden keine Bürgerkronen mehr verliehen, es werden keine Helden mehr gefeiert. Wenn du etwas Großes geleistet hast, schön für dich, es interessiert nur niemanden mehr. Ist es angesichts all dieser Umstände wirklich so verwunderlich, dass ein Teil der modernen Männer eine Zeit zurückersehnt, als Männlichkeit noch voll ausgelebt werden konnte, als ein Werk noch etwas galt, als man eingehegt war in einen großen Mythos? Ich denke nicht. Was können wir nun daraus mitnehmen? Solange es kollektiv so weitergeht, müssen die offenbarten Probleme erst einmal individuell angegangen werden. Der Roman Empire Trend sollte für Männer ein Anlass sein, sich mit ihrer eigenen Männlichkeit auseinanderzusetzen. Was macht überhaupt den wahren Mann aus? Welche Konzepte von Männlichkeit gibt es noch neben dem Krieger? Dazu ist bereits viel gesagt und geschrieben worden. Guckt euch hierzu gerne den Raw Egg Nationalist an oder lest die Bücher von David Deida und Robert Moore. Und selbstverständlich auch die Biografien großer römischer Männer. Das soll es mit meinem Video auch schon gewesen sein. Wenn euch dieser Beitrag einen Mehrwert geboten hat, dann freue ich mich immer über neue Patroni, die meine Gang unterstützen. Oder eine Spende via PayPal. Und ansonsten kauft bei Hörner, kauft das Freilich-Magazin. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, gehabt euch wohl. Ciao.
dachte, ey. So. Ich hatte gerade dieses ganze Video aufgenommen. Gucke ich es mir an auf dem Computer und sehe, ich habe ein abstehendes Haar. Die ganze Zeit. Ich darf dieses Video jetzt nochmal aufnehmen. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich jetzt darüber freut. So, da hört es aber nicht auf. Dann gehe ich ins Badezimmer. Da fällt mir ein Glas nach unten. Dann will ich die Scherben wegsaugen. Da ist der Akku des Saugers leer. Und du denkst dir echt, so manche Tage sind so, ey, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Okay, jetzt ist mir ein Nagel abgebrochen, egal. Ciao. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich muss kurz mein Handy ausschalten. Oh Gott. Mann, ey. Wappadi, wappadu, wappadi, wappadu. Super dumm, dass ich mir jetzt Kaffee gemacht habe, weil der trocknet den Mund immer so grässlich aus, aber ich musste warten, bis Ruhe in dieser Wohnung einkehrt. Deswegen habe ich mir einen Kaffee gemacht, aber dann war die Ruhe doch schneller eingestellt, als ich dachte. Ne? Ich hoffe, ihr seht, was meine Lieblingsfarbe ist. Ist super interessant. Ich trage entweder schwarz oder rosa und Blumen. Freue ich mich immer über neue Patroni, die meine Gang unterstützen. Ansonsten... Ich krieg's nicht richtig hin, ich bin nicht zufrieden. Mhm.